bin doch überhaupt noch nicht fertig. Nun, haben wir es denn auch alle hübsch bequem? Eins, zwei, drei. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn ihr richtig zuhört, könnt ihr später mal genau wie euer Onkel Heathcliff werden. Ich wünschte nur, mein Papa hätte mir damals richtig zugehört. Also dann... Ausgezeichnet. Guten Morgen, Papa. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Guten Morgen, mein Sohn. Wir beide sehen uns dann in nicht mal einer Stunde. Also schön, Häftling 1-2-4-8-3. Sie können sich auch die Socken machen, aber vergessen Sie nicht, wenn Sie sich heute Nachmittag nicht pünktlich um 5 bei Ihrem Bewährungshelfer melden, sitzen Sie heute Abend schon wieder in Ihrer Zelle. Du kannst da nicht einfach rausgehen. Ist viel zu gefährlich da draußen. Ich halte jetzt zum Abendbrot deinen Platz frei. Na dann, auf Wiedersehen. Heathcliff, dein Frühstück ist fertig, Kleiner. Aber Oma, wie oft habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass du nicht in der Tür stehen bleiben sollst, wenn du Heathcliff zum Essen rufst. Ach, Heathcliff, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Oh nein, vielen Dank, ich habe mein eigenes Frühstück. Probier doch wenigstens ein kleines Häppchen, Heathcliff. Opa hat das ganze schöne Katzenfutter extra für dich gekauft. Was für eine Sorte Katzenfutter ist das eigentlich, Opa? Was weiß denn ich? Das Zeug war im Angebot. Ich habe gleich 10 Dosen davon mitgebracht. Ich fürchte, das war überdeutlich, Heathcliff. Papa, du? Mein Sohn. Wer hat denn da eben geläutet, Heathcliff? Das muss der Junge von nebenan gewesen sein. Der ist der Einzige in der Gegend, der bei fremden Leuten klingelt und wegrennt. Oh weia, das war aber knapp. Heathcliff, was treibst du eigentlich? Ich verstecke dich vor der Polizei, komm! Ja, aber ich bin... Das hier ist Iggys Zimmer. Da drin bist du ganz sicher, Paps. Ja, aber... Keine Sorge, Paps, ich werde dich beschützen. Getan? Weil du mich niemals ausreden lässt, Heathcliff. Ich bin wieder frei. Auf Bewährung entlassen. Auf Bewährung? Wieso das denn? Wegen guter Führung, Kleiner. Ja. Ich wollte dir einfach nur mal guten Tag sagen. Und nun muss ich dringend zu meinem Bewährungshelfer. Wegen guter Führung auf Bewährung aus dem Knast? Das ist zu komisch, Paps. Aber Spaß beiseite. Ich muss fertig sein, bevor die Polizei kommt. Hör mal, du kannst machen, was du willst, Heathcliff. Ich für meine Person mache jedenfalls ein kleines Nickerchen, bis du mit dem Verbarrikadieren fertig bist. Na, so ein Spaßvogel, wegen guter Führung entlassen. Pops! Oh, oh. Ich muss ihn wieder einfangen. Versteckt sich der alte Herr hier in seinem alten Bezirk. Hat einer von euch meinen Paps gesehen? Hey, was hast du denn in deinem alten Bezirk verloren, Heathcliff? Willst du Ärger haben? Seit er in diesem Desertviertel wohnt, hat er wahrscheinlich vergessen, wie hart das Leben hier bei uns ist. Nun stellt euch doch bloß nicht so an, habt ihr meinen Paps gesehen? Wir wissen gar nicht mehr so genau, wie dein Vati aussieht, Heathcliff. Hast du eventuell ein Bild von ihm dabei? Wir haben doch nur ein bisschen Spaß gemacht. Habe ich auch so aufgefasst. Habt ihr nun meinen Paps gesehen? Oh nein, wir haben ihn nicht gesehen. Aber wir sagen Bescheid, wenn wir ihn sehen. Habe ich recht, Jungs? Na klar! Vielleicht ist mein Paps ja auch unten am Hafen. Oh, das ist eine von Papis Lieblingskatschem. Paps, hast du dich darunter versteckt? Paps! Ups. Paps!
los, komm schon, lass uns eine Fliege machen. Das tut mir leid, Sir. Ich dachte, Sie wären mein Papa. Und mir täte es wirklich leid, wenn du mein Söhnchen wärst. Hör mal, ich zähle jetzt langsam bis drei und dann hast du die Platte geputzt. Wenn nicht, werde ich dir die Schnurrbarthaare einzeln ausreißen. Und eins, zwei und drei. Danke, das hat riesen Spaß gemacht, aber nun muss ich Papa suchen. Den habe ich fertig gemacht, was? Ich muss ihn unbedingt finden, mein Pap! Oh, weia, ich muss meinen Paps davon abhalten, die Bank auszurauben. Oh je, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Na komm schon, Paps, ich bringe dich nach Hause. Ich hab dir doch gesagt, dass ich auf freiem Fuß entlassen worden bin. Aber du kommst wieder hinter Gitter, wenn du die Bank ausraubst. Ich will doch aber die Bank gar nicht ausrauben. Ich muss mich bei meinem Bewährungshelfer melden. Der hat sein Büro da drüben, gleich gegenüber. Na klar, und wovon träumst du nachts? Huch, ein Streifenwagen, lass uns abhauen. Lass mich auf der Stelle wieder raus! Ich hab grad keine Zeit zum Spielen, Spike. Herzlichen Dank, Spike. Nimm es nicht persönlich, Paps! Heathcliff, nun bist du wirklich zu weit gegangen! Du bist zu weit gegangen, hörst du? Lass mich hier raus! Na schön, Paps, Versteckspielen ist keine so gute Idee, also wirst du dich verkleiden müssen. Aber Heathcliff, ich hab dir schon tausendmal gesagt... Wir haben keine Zeit für lange Debatten, du wartest hier. Oder besser, du kommst sicherheitshalber mit. Oje, da tun einem ja die Augen weh. Nein, nein und nochmal nein. Ich will nicht, dass mich jemand so sieht. Du zieh dich nicht, Paps. Du siehst wirklich klasse aus. Und was noch viel besser ist, kein Polizist der Welt erkennt dich in diesem Kostüm. Heathcliff, Junge, wie oft soll ich es dir denn noch erzählen? Die Polizei ist nicht hinter mir. Oh, Heathcliff, du treulose Tomate. Du hast hier neues Kätzchen angelacht, was? Hey, Sonja, nun warte doch mal einen Augenblick. Ich kann dir das erklären. Das da ist mein Vati. Wie bitte? Dein Vati? Das ist die dämlichste Ausrede, die ich je gehört habe. Aber das ist mein Paps. Er ist aus dem Knast abgehauen und trägt Frauenkleider, damit die Polizei ihn nicht erkennt. Na, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass du einen besseren Geschmack hast. Hallo, du Süße. Bist du neu in der Gegend hier? Schwätzer! Hey, darf ich dich heute Abend in den Müllschlucker einladen? So, und nun kann ich endlich meinen Geschäftstermin in Angriff nehmen. Ich fürchte, ich habe mich gerade eben verknallt. Hör mal, Sonja, ich muss unbedingt Paps verstecken, bevor die Polizei ihn schnappt. Wir sehen uns dann beim Mäusemelken, Heathcliff. Miau! Paps? Die Bank, oh je! Aua! Oi, 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 oi. Oh, oi. Paps! Du warst schon wieder auf der Bank. Und ich hab sie ausgeraubt. Du hast doch wohl hoffentlich nicht den Blödsinn mit dem Bewährungshelfer geglaubt. Tja, ich fürchte fast, der ändert sich auch nicht mehr auf seine alten Tage. Ja, ja, ich hoffe, dass es dir gut geht, Vati. Nun wirst du uns wohl wieder für sehr lange Zeit Gesellschaft leisten, Nummer 12483. Also Jungs, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und wie steht's mit euch? Schwupps, so sind sie, die jungen Leute.